Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac. Wir spielen heute die Challenge Lord of the Flies. Und zwar würde ich das gerne mit einem anderen Charakter mal machen. Ich weiß bloß nicht, wer dafür geeignet ist. Es geht einmal darum, dass wir Fliegen spawnen, wenn wir getroffen werden, und dass wir Fliegen spawnen können, wenn wir je einen Gegner töten. Jetzt ist die Frage natürlich, wer bietet sich dafür an? Vielleicht Magdalene, weil sie ein bisschen mehr aushält. Weil sie halt mehr Herzcontainer, mehr Leben hat. Wäre auf jeden Fall eine Option, ne? Wollen wir das versuchen? Ach, ich weiß nicht. Komm, wir versuchen jetzt einfach irgendwen zu nehmen durch Zufall. Das ging jetzt so, Escape, so und dann irgendwen. Irgendwie so. Keine Ahnung. Wir haben jetzt trotzdem Isaac bekommen. Ist mir auch egal. Wir sehen wunderschön aus am Anfang. Und gut, dann starten wir jetzt mal in unser wunderschönes, großes Abenteuer hier. Leider wird Isaac heute ein bisschen später kommen, wie ihr ja sicherlich gemerkt habt. Liegt ganz einfach an dem Grund, dass ich recht spät erst zum Aufnehmen komme. Ich habe gestern Abend, wo ich es eigentlich aufnehmen hätte wollen, etwas anderes aufgenommen. Und zwar die Minecraft Hardcore Challenge komplett, soweit wie ich es eben überlebt habe. Vielleicht habe ich es auch ganz geschafft, keine Ahnung. Verfolgt das einfach mal einen Monat lang. Ist, glaube ich, ganz interessant geworden, hoffe ich zumindest. Herr der Fliegen heißt ja die Challenge sozusagen. Wäre noch cool gewesen, wenn wir den Kackhaufen auf dem Kopf gehabt hätten, sodass Fliegen uns sehr, sehr gerne haben, sehr, sehr lieb gewonnen haben. Wäre richtig schön gewesen, aber natürlich nicht. Das wäre echt cool. Wir könnten hier springen und hoffen, dass da auch noch der mega, super, duper, hyper Geheimraum ist. Tatsächlich. Glück gehabt, auf jeden Fall Glück gehabt und nur ein Herz drin. Und hier so eine doofe Slot-Machine. Aber okay, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie Krebs oder so. Das wäre schon ganz cool. Wäre schon ganz nett. Die paar Münzen hier können wir auch noch aufbrauchen. Ach komm schon, bitte einmal. Ich will nicht alle verschwendet haben. Ich habe aber alle verschwendet. Stirb dafür, stirb. Immerhin zwei Schlüssel. Haben wir schon mal genug für die nächsten Ebenen. Wir könnten auch eigentlich hier in den Shop mal reingucken, wo wir so viel Schlüssel haben. Weil vielleicht ist Greed drin. Natürlich ist Greed nicht drin. Oh, aufpassen. Auf das Feuer da. Das kann spucken, weil es rot ist. Und rot ist eine böse Farbe. Eine ganz, ganz böse Farbe. Ja, okay, dann ist der Boss jetzt dran. Larry, hallo. Alles gut? Ja, sieht ganz gut aus hier. Der gute Larry, ne? Sieht ganz angenehm schick aus. Ich mag den ja vom Aussehen. Dreh um. Dreh um, du Biest. Dreh um. Oh Mann, der hat zu viele Körperteile noch. Okay, jetzt haben wir erstmal... Hier ist zu viel zugemüllt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich hier durch, lass mich hier durch. Okay, töten wir den. Stirb! Ah, leider etwas zu spät. Schade, jetzt haben wir Schaden genommen. Aber egal, wir haben ja da unten noch ein Herz liegen. Von daher, scheiß drauf. Oh, 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 sehr gut. Puh! Und genau ein halbes Herz. Und das soll nicht so gut sein. Ich verstehe allerdings nicht genau, warum. Tears up. Wobei, das ist, glaube ich, ein Fehler oder so und die Schüsse fliegen halt schneller und dadurch ist es irgendwie ein Nachteil, wenn man Kohle holt und so, weil man dann weniger Frames hat und Kohle halt nach Frames wächst. Also je weiter weg, desto besser und je mehr Frames es hat, desto größer wird es halt und wenn es schneller schießt, sind eben weniger Frames von den Tränen vorhanden und deswegen ist Kohle da dann nicht ganz so optimal. Irgendwie so war das doch, so stirbt da hinten. Du hast jetzt schon richtig viel einstecken dürfen. Okay, sehr gut. Oh Mann, ich dachte, jetzt komme ich da ohne Probleme durch. Natürlich nicht, natürlich nicht. Das nehmen wir erstmal noch nicht mit. Wir suchen erstmal die schönen Itemräume hier. Oh Gott. War ein bisschen knapp, kurz. Das können wir mitnehmen. In den Shop brauchen wir nicht gehen. Ich glaube, mir ist so, ich bin mir da nicht sicher, aber ihr wisst wahrscheinlich wieder sehr, sehr gut Bescheid und könnt mich da ein bisschen aufklären. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, in irgendwelchen Kommentaren... Also nicht in meinen eigenen... Au. Okay, aber nur ein halbes Herz Schaden gemacht irgendwie, ne? Das ist gut. Dafür, dass alles um uns rum explodiert ist, ist das akzeptabel. Oh, das ist cool. Das ist echt cool. Problem ist, wir können die Fässer wahrscheinlich nicht gleichzeitig in die Luft jagen, oder? Schade, schade, schade. Das wäre echt cool. You unlocked a forgotten horseman in the basement. Okay. Ganz cool. Wobei, die Fässer können wir natürlich selbst in die Luft jagen. Optimal. Klar, warum denke ich da nicht dran? Forgotten Horseman. Okay, ich weiß nicht, wie ich ihn freigeschaltet habe. Aber ist ja erstmal ganz gut, ne?
würde ich sagen. Au, 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 au. So, fliegen. Attacke, 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 Attacke. Bisschen mehr Schaden würde ich gerne noch machen. Das fehlt mir so am normalen Isaac. Deswegen spiele ich im Moment sehr, sehr gerne, also wenn ich dann mal offline spiele, mit Judas sehr gerne. Weil der halt so viel Schaden macht. Klar, er hat bloß ein Herz, aber das finde ich auch irgendwie ganz interessant. Stirb! Oh Mann, ich dachte, das schaffe ich vorher. Ach Mann, ich habe es drauf angelegt. Okay. Bob's Rotten Head. Naja, gut. Von mir aus, werf den mal nach unten. Okay. Hätte ja sein können, dass der Geheimraum da unten ist. Für mehr will ich den eigentlich nicht benutzen, weil wir haben den ja irgendwann schon mal benutzt und da hat es nicht allzu viel gebracht. Naja, keine Ahnung. Als Entschädigung, dass Isaac heute so spät kommt, wird es heute kein Minecraft geben und dafür noch einen anderen Isaac Run, zumindest einen Teil davon. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen da unterkriegen werde. Und zwar werde ich heute wieder eure Fragen beantworten, zumindest halt, wenn ich es halt, wenn ich es schaffe. Das weiß ich nicht genau, zeitlich, weil ich um 17 Uhr hier weg muss spätestens. Und mal gucken, ob ich es bis dahin halt schaffe, alles zu rendern. Hochladen kann es ja nebenbei dann einfach. Aber das Rendern wird das Problem sein. Und von daher will ich noch nichts versprechen. Aber es kann sein, dass ihr heute zum einen diesen Isaac Run hier sehen werdet. Und zum anderen, ja, dann noch einen zweiten. Oh, hier ist der Geheimraum. Das finde ich ja immer sehr nett, während ich das hier nicht so nett finde. Also wenn man hier in diesen Challenge, nicht in den Challenge Room, in diesen Sacrifice Room geht. Room. Ganz englisch hier ausgesprochen. Ruhm. Ja, dann öffnet sich das halt immer sehr gut. Und jetzt können wir sogar von hier aus noch in den Shop gehen, oder? Das ist ja, würde ich mal sagen, relativ optimal gelaufen für uns. So, wir haben 14 Münzen, können uns dadurch also auch noch eine ganze 15 Münzen sogar. Können uns erstmal das hier holen. Haben jede Menge Pillen. Jetzt hätte ich gerne Kane. Mal gucken, was das ist. Friends till the end. Okay, gut. Nicht schlechte Pille, nicht mega gute. Bad Gas, gut, die wird uns nichts bringen. So, und was macht die? Das ist jetzt die Frage, komm schon. Range Up, okay, das ist ganz cool. Was war das für? Hanged Man, ne? Komm, nehmen wir die einfach auch noch mit. Weil wir es haben an Geld. So, und ich habe ja wieder viel kritisiert vom letzten Run, dass ich mir irgendwie ein Herz oder so nicht geholt habe. Aber es ist doch alles gut gegangen, Mensch. Meckert doch nicht immer mit mir, lobt mich doch auch mal. Was ist das? Warum kriege ich so viele neue Gegner in letzter Zeit? Der ist schnell, der ist sehr schnell. Hör auf, hör auf. Oh, was? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, 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 oh. Ich ahne Schlimmes. Das ist... Ja. Oh. Schön, dass der einfach so in die Luft geflogen ist, aber... Boah, das war so eine Special-Form von dem anderen Viech irgendwie, ne? Auf jeden Fall sind die bestimmt verwandt, keine Ahnung. Habe ich hier alles? Ach stimmt, Itemräume gibt es ja gar nicht. Ah, ich Idiot. Ja, das ist bei der Challenge auch noch so. Es gibt keine Itemräume. Das heißt, wir haben bloß die Bossräume, Challenge-Räume und so Räume. Was ist denn los? Ruhm und Räume. Alles klar in meinem Kopfchen. Gut, wir könnten jetzt noch irgendwo versuchen, den mega special, super duper hyper Geheimraum zu finden. Der vielleicht hier ist. Oh, sehr gut. Ach komm, leck mich. Aber ich würde sehr gerne irgendwie Krebs oder sowas haben. Aber wahrscheinlich werden wir jetzt wieder kein Glück haben. Eine Karte. The Devil. Ist natürlich auch ganz cool, ne? Schade. Schade, schade, schade. Dann würde ich sagen, Friends Till the End benutzen wir jetzt einfach mal. 5 können wir ja mitnehmen. Glaube ich, in jeden Raum. Genau. Von daher ist es ja egal, ob wir es jetzt einsetzen oder später. Nehmen dann The Devil mit. Ja, ich glaube... Das war's. Kann sein, dass da unten eine Münze liegt, die wir uns mit Hanged Man noch holen. Nee, Moment. Da liegen viele Münzen noch, richtig? Da liegen noch sehr viele Münzen. Von daher ist es mir doch nicht egal. Es ist halt doof, dass man immer nur sieht, oh, da liegt eine Münze. Mindestens eine Münze. Es können natürlich auch mehr sein. Emperor. Wo haben wir denn Hanged Man? Sag nicht im Geheimraum oder so. Das wäre richtig doof. Oder in dem Room haben wir hier noch irgendwo... Keine Ahnung, wo ich die liegen lassen habe. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht hier drin, ne? Ist natürlich jetzt doof, dass ich nochmal was opfern muss. Fuck, und dann ist es nicht mal hier. Liegt es bestimmt im Shop einfach, oder? Warte mal, wir würden dadurch 2 Herzen verlieren. Ach, verdammt. Das
war nicht so schlau. Hätte ich lieber erstmal in den Shop gucken sollen. Natürlich liegt sie hier. Ah, ja, ja, meckert mich aus. Los, komm, lasst alles raus in den Kommentaren. Werdet böse, aggressiv. Ach man, immerhin habe ich hier an diese Hangman-Kombination noch gedacht. Okay, auch wenn ich das etwas anders hätte anstellen müssen. Aber wir haben irgendwie bloß ein Herz verloren, aber eine Bombe halt, ne? Naja, gut. Hanged Man. So, gib mir die ganzen Münzen. Dann sind wir alle glücklich. Dann könnte ich mir im Prinzip dieses Mal im Shop halt das Zeug holen, das Herz. Aber ich glaube einfach, dass wir auf der nächsten Ebene schon genug Herzen finden werden. Da vertraue ich jetzt mal rein und spare meine Münzen. Aber wir holen uns natürlich jetzt die Karte ohne uns nochmal in die ganzen anderen Räume zu sprengen. Emperor? Wo ist denn jetzt der Devil schon wieder? Och nein! So, jetzt haben wir aber alles beisammen, hoffe ich. Und dann geht's weiter. Leider keine Bomben mehr. Dafür einigermaßen Münzen. Schlüssel haben wir auch genug. Brauchen wir aber auch gar nicht so viele. Oh nein, jetzt haben wir alle unsere tollen Super-Mega-Fliegen hierfür aufgebraucht. Das gefällt mir ja jetzt mal gar nicht. Friends Till the End nicht wirklich genutzt, sagen wir es mal so. Na gut, kann man nicht ändern. So, ist spawnt direkt, bestimmt direkt was in der Mitte. Ja, das war zu erwarten und da kommen wir jetzt nicht so leicht hin, ne? Schade, 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 schade. Oh, 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 stirb. Stimmt, die registrieren uns ja nicht. Solange wir uns nicht bewegen. Von daher war das optimal. Das ist ein blauer Stein, den hätte ich sehr, sehr gerne. Oh, 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 geht weg, geht weg, geht alle weg, geht alle weg, geht alle weg, geht alle weg. Gab es nicht früher diesen Trick, dass man da oben stehen bleiben kann, ohne verletzt zu werden? Mittlerweile geht das nicht mehr. Oder ich habe das irgendwie falsch in Erinnerung. So, den einen. Wir konzentrieren uns mal nur auf den einen. So. Ach, Fliege. Mist, jetzt öffnet er sich natürlich nicht mehr. Nur noch der andere. Nur noch der andere. Dann gehen wir halt auf dich. Ist mir auch egal. Bisschen Konzentration brauchen wir hier. Jetzt öffnet sich der natürlich wieder. Supi, toll. Und ich habe schon Hoffnung gehabt, dass er tot ist. Ist er aber natürlich nicht. So, jetzt ist er endlich tot. Oh, super Fliege, super Fliege. Das war echt gutes Timing. Bob's Rotten Head verwenden wir jetzt einfach mal in diese Richtung. Wunderbar. Also der bringt uns schon ein bisschen. Oh, mein Lieblings-Item fast schon. Weil ich hasse es, wenn ich sterbe. Und es ist einfach vorbei. Und deswegen mag ich diese zweiten Chancen immer sehr, sehr gerne. Und One-Up ist deutlich besser als dieses Cat-Item, weil man, glaube ich, alles behält, auch seine Herzcontainer und so weiter. Was bei den Katzen ja nicht der Fall ist, nicht zwingend. Und ja, müssen wir mal gucken. Übrigens, den Run, den ihr dann heute zu Gesicht bekommt, der war gut. Also von den Items und so weiter her. Spielerisch war ja allerdings das so ziemlich das Schlechteste, was ich so abliefern konnte. Och man, die ganzen schönen Fliegen einfach weg. So, stirb. Immer schön gegen die Maske fliegen. Das ist richtig fliegen. Das ist ganz, ganz richtig. Bisschen Damage Up wäre jetzt aber auch langsam mal nett. Muss ich ja gestehen. Gut, auf jeden Fall lohnt sich der Shop-Besuch, auch wenn uns da wahrscheinlich Greed in Empfang nehmen wird. Mal sehen. Oh nein, nicht ihr. Oh, der schießt doch schon gleich mal rauf. Okay, aber einen haben wir. Und dich doch auch schon, oder? Sehr gut. Bob's Rotten Head. Ja, könnten wir im Prinzip einfach mal in die Richtung feuern. Ey, was habe ich denn für ein Glück mit den Geheimräumen? Okay, das ist gut zu wissen, dass wir hier jede Menge Herzen haben. Den Herzraum. Bringt uns nur jetzt erstmal nicht so viel. Warte mal, erstmal die Fliegen. Erstmal die Fliegen. Oh, 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 wow, das war ja Glück. Das war Glück, dass das perfekt geklappt hat. Auch Fliege. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Das hätte jetzt nicht sein müssen. So. Hey, der registriert mich ja doch. Ich habe mich doch nicht bewegt. Bin extra still stehen geblieben. So, guten Tag, der Herr. Guten Tag. So, wir können aber ziemlich weit feuern, habe ich das Gefühl. Okay. Okay, und kein Greed. Hole ich mir den Kompass. Und dann hole ich mir das Seelenherz, denke ich, auch nochmal. Dann passt das. Und dann gehen wir jetzt einfach schon mal zum Boss und gucken danach mal weiter auf der Ebene rum. Ist natürlich wahrscheinlich eher nicht so schlau. Aber wir werden sehen. Oh, der Boss ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, weil wir hier viel zerstören werden. Ah, da hinten ist noch ein blauer Stein. Okay, und man kann sich immer ganz gut hier in der Ecke verstecken, habe ich so das Gefühl, dass sich das hier immer ganz gut macht. Oh, 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 oder auch nicht. Oder auch nicht. Kriegt der einfach hier in mein Versteck rein.
gibt's ja nicht. Haut ab hier! Mann! Sonst war ich hier immer so sicher. Und jetzt das. Doch nicht so die beste Strategie hier. Ah! Oh Gott. Das war knapp. Das war echt knapp. Warum ist jetzt zerstört? Durch irgendeine Fliege, die da hingeflogen ist? Oder zerbrechen die nach der Zeit auch von alleine? Nee, ne? Das wäre etwas merkwürdig. Oh, ein Herz droppen lassen. Das ist ja niedlich von euch. Das ist hier nicht so niedlich, dass ihr mich hier ununterbrochen attackiert. Aber gut, haben wir. Die Peitsche gibt nochmal Shot Speed ab, ne? Soll ja nicht so gut sein. Besonders nicht, wenn wir jetzt Kohle bekommen sollten. Besonders dann nicht.